Ja, HSV-Fans, ich melde mich hier nochmal vom Volkspark. Die trainieren, haben gut trainiert wieder. Ja, müssen sie jetzt auch. Jetzt kommt ja die Wochen der Wahrheit. Und dann geht das richtig los. Da freuen wir uns ja alle drauf. Nur ich wollte noch eins mal erwähnen. Wir haben ja bald vielleicht zwei neue Nationalspieler. Das ist einmal der Stefan Ambrosius und einmal der Königsdörfer. Das sind ja zwei Leute, die Wurzeln ja in Ghana haben. Oder die Eltern haben die Wurzeln in Ghana. So, und da freue ich mich unheimlich über Stefan auch. Und auch bei Königsdörfer ist das ja anders. Der wird wohl häufiger spielen wie Stefan. Stefan als Innenverteidiger, da haben wir ja gute Leute da. Da muss man sehen, was er läuft. Aber ich freue mich auch für Stefan Ambrosius, dass der dann häufiger mal für Ghana spielt. Und dann natürlich für die beiden. Vielleicht kommen sie beide mit nach Katar. Das ist eine wunderbare Sache. Die freuen sich, glaube ich, den Arsch ab. Und ich auch mit. Also da freue ich mich drauf. Ghana spielt ja auch bei der WM. Und dann beide nach Katar von HSV. Das Image ist gut. Und dann noch zwei, ist noch eine Sache, die ich jetzt gut finde. Wirtschaftlich ist das ja auch eine gute Sache. Als Nationalspieler, das ist egal wo du spielst und was du machst, verdienst du auch ein bisschen mehr Geld. Aber das ist nebenbei, sportlich ist das Wichtigste. Und für das Land spielen, ich finde das schön. Das ist meine Meinung. Und dann auf Ghana, Stefan und Königsdörfer, ich würde mich freuen, wenn ihr das beide schafft. Und dann noch was, Oro Addo ist ja der Nationaltrainer in Ghana. Wir kennen ja alle noch von Dortmund, ein Riesenfußballer, ein Riesentechniker. Also ich muss schon sagen, das passt alles zusammen. Ich wünsche den beiden Jungs alles Gute. Und dann natürlich wiederum nur der HSV. Mit sportlichen Gruß, euer Helm Peter. Alles gut. Tschüssi. Nur der HSV. Tschüss.